Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein ganz aktuelles Thema: Durchbruch bei der ALS. In den Medien habt ihr wahrscheinlich gesehen, wurde es ja zum Teil berichtet, dass es angeblich ein neues Medikament gegen die ALS gibt. Und da ich sehr viele Anfragen per Facebook und per E-Mail bekommen habe, habe ich mir gedacht, frage ich doch einen Spezialisten. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Jetzt ein paar Fragen an Dr. Patrick Weidt von der Uniklinik Bonn, den ich ja als sehr guten Fachmann sehe und habe da ein paar Fragen vorbereitet. Stellen Sie sich mal vor. Ja, also mein Name ist Patrick Weidt. Ich bin Neurologe an der Uniklinik in Bonn, in der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und leite dort die Spezialambulanz für Motoneuronenerkrankungen, einschließlich der amyotrophen Also das wäre also meine erste Frage. Es geht ja eigentlich darum, dass die Presse und die Medien ja einen Riesenhype um dieses neue Medikament als Riesendurchbruch hält. Gibt es das Medikament schon? Oder ist es Ja, überhaupt ein Medikament? ich habe natürlich auch schon Anfragen dazu bekommen und ich verfolge das mit großem Interesse. Ich freue mich auch sehr, dass die ALS-Forschung in den Aufmerksamkeit bekommt, aber viel muss man natürlich relativieren, was da kommuniziert wird. Das ist ganz wichtig, Sie haben da schon so ein bisschen darauf hingewiesen, diese Substanz, beziehungsweise ist eine Kombination aus zwei Substanzen, ist noch kein zugelassenes Medikament, sondern das sind Präparate, die in der Kombination bei ALS bislang noch nicht erprobt wurden. Und jetzt wurde eine Studie gemacht, bei der es in erster Linie um die Verträglichkeit von dieser Kombination ging. Und bei der hat sich gezeigt, dass so bei der ersten Betrachtung unter bestimmte Aspekte der Erkrankung positiv beeinflusst werden. Diese bestimmten Aspekte ist ein Score, der die Progredienz der Erkrankung erfasst. Man hat andere Aspekte der Erkrankung auch verfolgt, also bestimmte Biomarker oder die Atemfunktion, die alle bei der ALS zunehmend betroffen sind. Und die, muss man sagen, sind von dieser Medikamentenkombination bislang nicht beeinflusst worden. Okay. In welcher Phase der Studie befindet man sich denn dann? Also Medikamentenentwicklung wird immer in drei Phasen gemacht. Die erste Phase, da wird erstmal geguckt, ob an gesunden Menschen, ob das Medikament oder diese neue Intervention vertragen wird, ob das gefährlich ist, weil man da natürlich immer auch in die Gesundheit von Menschen eingreift. In der zweiten Phase, und das ist die Phase, deren Ergebnisse jetzt berichtet wurden, wird diese Medikation oder dieses Präparat an Patienten erprobt und man guckt, ob es sich auf Patienten, die in Frage kommende Krankheit, also hier ALS haben, das Medikament vertragen. Dabei gewinnt man schon erste Eindrücke, ob es sich auf den Verlauf der Erkrankung auswirkt. Aber eine wirkliche Aussage über die Wirksamkeit eines Präparats kann man erst machen, wenn eine dritte Phase Studie durchgeführt wird. Das ist die zeitraubendste und umfassendste, die dann aber auch wirklich belastbare Aussagen darüber zulässt, ob etwas wirkt oder nicht. Dieses Vorgehen ist sehr frustrierend langwierig, gerade für Leute, die eine rasch fortschreitende Erkrankung haben und natürlich nach jedem aussichtsreichen Präparat greifen, aber ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, mit der man wirklich sagen kann, ob etwas wirkt oder nicht.
Ja, bei mir, also meine Frau hatte das, den Bericht sogar angehalten. Das war ja in RTL, in NTV, in Brisant und in anderen Medien. Und da wurde das ja so als Riesendurchbruch beschrieben. Und selbst Leute, die mich kennen, die haben mich angeschrieben oder auf der Straße auch angesprochen und sagen, ja, jetzt bist du ja gerettet, ne? So, Ja, und also ich habe das natürlich auch mitgekriegt. Ich habe das auch im Vorfeld natürlich bekommt man so Studienergebnisse mit. Und ich hatte auch die Originalpublikation an dem Tag, als dem sie rausgekommen ist, gelesen. Das ist immer ein ermutigender Fortschritt. Aber leider wird es, wenn man das sowas als Durchbruch bezeichnet, ja, tut man den Leuten, die auf solche Fortschritte angewiesen sind, das heißt also den ALS-Patienten, enorm Unrecht, weil das Medikament oder dieses Präparat wirklich bislang in dieser Phase-2-Studie nur eine Verzögerung des Fortschreitens erahnen lässt. Das ist ermutigend, das ist besser, als was wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Aber es ist überhaupt nicht einzigartig. Also es ist auch nicht so, dass es solche Ergebnisse noch nie gegeben hat. Und bislang war es außer beim Riluzol, was ja auch kein Wundermittel ist, leider immer so, dass sich diese ersten Erfolge dann bei genauerer Prüfung, wie zum Beispiel so eine Phase-3-Studie bringt, sich dann leider auch wieder zerstreut haben. Und wenn das so euphorisch in der Presse und eigentlich auch marktschreierisch kommuniziert wird, ist das brutal enttäuschend, wenn man dann sich dann die weiteren Ergebnisse abwarten muss. Ja, das sehe ich genauso. Was soll das Medikament bewirken? Also das Medikament hat sich in Forschungen, die jetzt in den Jahren im Vorfeld sozusagen gemacht wurden, bewährt als Zellschutz. Das heißt, weil die ALS ist ja eine Erkrankung, wo bestimmte Nervenzellen, die Motoneurone, kaputt gehen. Und wir versuchen eigentlich immer bei allen Interventionen, mit denen wir versuchen, die ALS zu heilen, diese Motoneurone irgendwie zu retten. Das kann man mit Wachstumsfaktoren machen oder hier, wie bei den in dieser Studie, das ist die Kombination aus, ich habe es mir aufgeschrieben, Sodium-Phenylbutyrat und Tauro-Urosodiol. Das hat einfach gezeigt, dass das Nervenzellstress reduzieren kann. Die einzelnen Präparate sind schon häufiger eingesetzt worden und man kannte diese Wirkung schon. Das Besondere, was diese Firma gemacht hat, ist, dass es diese beiden Substanzen kombiniert hat. Und das scheint sich auf den Verlauf der ALS in dieser Phase-2-Studie andeutungsweise positiv ausgewirkt zu haben. Jetzt Kann muss man denn man schon, weitersehen. ja, kann man denn schon was über Nebenwirkungen sagen? Ja, das ist tatsächlich das, was Hauptziel dieser Studie war, war die Verträglichkeit zu herauszuarbeiten. Und da muss man sagen, dass das Medikament ziemlich gut vertragen wurde. Es hatte wohl nach den Daten, die da veröffentlicht wurden, wenig Nebenwirkungen. Hauptsächlich waren das, wie das aufgeführt wurde, gastrointestinale Beschwerden. Das heißt also Magen-Darm-Beschwerden, ohne dass da jetzt weiter drauf eingegangen wurde. Das sind Nebenwirkungen, die jeder ALS-Patient liebend gerne in Kauf nehmen würde, wenn er dadurch seine Krankheit wesentlich günstig beeinflussen könnte. Ja, Sie hatten die nächste Frage, hatten Sie eigentlich schon beantwortet. Stillstand der Krankheit, sagten Sie ja nein. Also es wird nur langsamer, wie bei den anderen Medikamenten auch. Und von daher Also, sehe ich da jetzt auch nicht so den Durchbruch.
Nee, also aus der Phase, die jetzt, aus der Phase 2-Studie kann man jetzt den Riesendurchbruch eigentlich nicht ablesen. Man muss sagen, jetzt muss man eine Phase 3-Studie machen. Da kann sich theoretisch auch zeigen, dass das Medikament noch besser wirkt, als es sich in der Phase 2-Studie angedeutet hat. Aber genauso gut kann es auch sein, dass sich dieser, sag ich mal, Erfolg nicht Relativiert. bewahrheitet oder stark relativiert. Das heißt, darüber im Moment, was wir sagen können, ist, das sieht so aus, als würde es den Verlauf der Krankheit etwas verlangsamen. Jedes Etwas bei der ALS ist hoch willkommen und wir wollen das natürlich gerne weitergeben. Aber in Stein gehauen sind diese Ergebnisse einer Phase-2-Studie leider noch nicht. Wie wird das Medikament, wenn es dann auf den Markt kommt, als welche Darreichungsform wird es das dann geben? Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin mir sicher, dass die Firma da noch entwickelt, soweit ich das aus der Studie herauslesen konnte. Also wird das oral zu sich genommen. Ich glaube, es ist ein Pulver, was man auflöst und trinkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber die Darreichungsform kann durchaus noch optimiert werden. Was wichtig ist, ist, dass es oral zu sich genommen wird. Andere Interventionen waren oft mit Infusionen verbunden und da war der Aufwand der Darreichung in keinem Verhältnis zu dem bescheidenen Erfolg. Bei einer oralen Darreichung, das ist, sag ich mal, viel leichter für den Patienten zu tolerieren. Das würde man dann auch einnehmen, wenn das tatsächlich nur so geringe Unterschiede sind, wie es jetzt sich abzeichnet. Ja, also in dem Bericht wurde ja dann auch nochmal die Ice Bucket Challenge wieder erwähnt und da wurde ja auch gesagt, wie viel Geld da gesammelt worden ist. Wo wird das deshalb so in den Medien so präsentiert, dass man einfach was präsentieren muss? Ja, ich meine, das drängt sich natürlich auf. Man will in den Medien, und das geht auch anderen Leuten nicht anders, wenn man die Sachen immer in einen großen Zusammenhang stellen. Die Ice Bucket Challenge ist jetzt ein paar Jahre her. Und da ist viel Geld, besonders in den USA, in die Forschung geflossen. Die haben ja Hunderte von Millionen von Dollar gesammelt. In Deutschland sind zig Millionen, würde ich sagen, zusammengekommen. Das ist breit gestreut in die ALS-Forschung gegangen und hat natürlich alle Fortschritte, über die wir überhaupt berichten können, günstig beeinflusst. Und insofern muss man sagen, ist diese Studie sicher auch ein Ergebnis der Mittel, die in der Ice Bucket Challenge mobilisiert wurden. Man kann aber jetzt nicht sagen, dass es leider muss man sagen, der Durchbruch ist, wie sich manche Schlagzeilen gelesen haben. Wenn man jetzt, sage ich mal, ALS und Durchbruch in einer Schlagzeile liest, ohne dass es ausdrücklich drinsteht, denkt man immer an Stillstand oder Heilung. Genau. Und das ist leider nicht der Fall. Das behaupten die Forscher auch nicht, aber wenn das denen so aus dem Zusammenhang gerissen wird oder auf eine Schlagzeile reduziert wird, dann kommt das bei den ALS-Patienten, die natürlich auf so eine Nachricht warten, so an. Und das ist dann, wenn die Sendung vorbei ist und wenn sich der Pulverdampf verzogen hat, sehr ernüchternd. Ja, ich habe es ja jetzt wirklich erlebt. Ich habe so viele Zuschriften bekommen von Patienten, die ich auch persönlich kenne. Und ich war sowieso schon direkt skeptisch, weil ich bin ja eigentlich immer relativ gut aufgeklärt, ja. Und habe dann gesagt, naja, wartet einfach mal, da wird jetzt auch irgendwas kommen. Und ich finde das halt einfach als Patient sehr enttäuschend, dass man dann von so einem Durchbruch spricht. Ja, es Und ist sehr, ja. da würde ich mir einfach wünschen, dass die Presse dann lieber mal einen Spezialisten fragt, der sich mit der Erkrankung auskennt. Ja, ich finde es auch sehr schade, weil es ist ja ein Fortschritt, ja. Es ist Ja. ein Schritt in die richtige Richtung. Und dadurch, dass man aber die Erwartungen jetzt so überhöht, wird ein eigentlicher Fortschritt
in eine Enttäuschung umgewandelt. Und das ist eine vergebene Chance, die auch ja, wahrscheinlich durch bessere Kommunikation in den Medien nicht eintreten müsste. Ja, Darum bin ich das sehr sehe ich auch. dankbar, dass ich, dass Sie mich hier dazu befragen. Ich kommuniziere Ja. das gerne. Ja. Letzte Frage. Ja? Was gibt es noch sonst noch für Studien, wo man jetzt in Bonn zum Beispiel teilnehmen könnte oder in Berlin oder in den anderen Zentren, die vielleicht aktuell vielleicht auch positive Zeichen geben könnten? Genau, also es gibt eine ganze Reihe von Phase-3-Studien, für die Teilnehmer rekrutiert werden. Die gibt es natürlich die großen Zentren, Sie haben sie schon genannt, die Charité in Berlin, Ja. Uniklinikum in Ulm, München, Essen, Freiburg, Bochum und so. Ja. Die sind alle in einem Netzwerk zusammengeschlossen und koordinieren da die Teilnahme an verschiedenen Studien. Hannover gehört auch noch dazu. Die Studien, die da sind, ist zum Beispiel eine orale Darreichungsform von Edaravone. Das ist ja das Medikament, was als Infusion gewisse Fortschritte gezeigt hat. Dann gibt es eine Studie zur Stummschaltung eines Gens, was bei bestimmten familiären Formen der ALS gestört ist. Und dann gibt es die ROC-ALS-Studie, bei der mit einer einmaligen Infusion über mehrere Tage der Verlauf der Erkrankung beeinflusst werden soll. Das sind alles Studien, die zum Teil natürlich durch Covid jetzt pausiert waren, aber wo man in den entsprechenden ALS-Zentren Anschluss finden kann. Gute Ressource ist da das MND-Netz, wo man sich über die Verfügbarkeit dieser Studien informieren kann. Da fällt mir gerade noch eine Frage ein. Und zwar, wenn man praktisch mit einer ersten Studie anfängt, wie lange dauert dann so ein ganzes Entwickeln von einem Medikament? 5 Jahre, 10 Jahre, was muss man da so kalkulieren? Die einzelnen Studien sind meistens so auf 2 Jahre angelegt, ja. Und wenn man dann von ALS-spezifischer Behandlung redet, dann braucht man eine Phase-1-Studie. Das dauert oft 24 Monate für den einzelnen Patienten. Je mehr Patienten man auf einmal einschließen kann, desto schneller ist man natürlich auch mit dem letzten Patienten durch so eine Phase. Aber es hat sich gezeigt, dass man eigentlich immer einen Beobachtungszeitraum von ungefähr 24 Monaten braucht, um Effekte auf den Verlauf zu erkennen. Und dann schließt sich nach der Auswertung dieser Daten, die auch immer noch mal mehrere Monate dauern, immer eine Phase-3-Studie an, die auch auf einen ähnlichen Zeitraum abzielt, also auch ungefähr 24 Monate. Ich bin mir auch sicher, dass die Ärzte aus den USA, die jetzt diese aktuelle Phase-2-Studie publiziert haben, schon in den Startlöchern für eine Phase-3-Studie sind. Ja? Kann auch gut sein, dass sie bald nach Deutschland kommt, da hab ich keine Einblicke, oder sie wird in den USA durchgeführt, aber ich sehe die grundsätzlich ja immer auf Augenhöhe mit den anderen Studien, die hier laufen. Und das heißt, man bräuchte also vom Beginn der ersten Phase-2-Studie bis zum Ende der Phase-3-Studie vielleicht 4, 5 Jahre doch, ja. Natürlich ist es immer so, wenn ein Medikament wundermäßig wirkt, wir beobachten, während die Studie läuft, beobachten wir natürlich auch, wie die Krankheit sich bei den Teilnehmern entwickelt. Und wenn da, sage ich mal, die Leute, die behandelt werden, viel besser fahren als die Leute, die das Placebo bekommen, dann wird so eine Studie auch abgebrochen. Ja? Das heißt also, eine Studie, die eine Heilung bringen würde,
die läuft nicht über 2 Jahre, sondern nach einem Jahr kann man die abbrechen, weil das ja dann ganz offensichtlich ist. Und da wird dann nicht stur die 24 Stunden abgesessen sozusagen, weil wir natürlich auch wissen, dass den Leuten das unter den Nägeln brennt. Zum anderen ist es so, dass wir natürlich durch Entwicklung von Biomarkern und anderen Instrumenten, mit denen man den Verlauf der Erkrankung absehen kann, versuchen, den Beobachtungszeitraum, den so eine Studie laufen muss, so weit wie möglich zu verkürzen. Ja? Also wir versuchen aus den wenigsten Sachen, die man und den aussagekräftigsten Parametern die meiste Information über den Verlauf einer Erkrankung zu bekommen. Und wenn man das hat, dann kann man den Verlauf von den Behandelten und den Verlauf von den Unbehandelten am besten unterscheiden. Und dann kann man hoffentlich auch ganz früh so eine Studie abschließend bewerten. Mhm. Im Moment müssen wir einfach aussitzen, wie die Krankheit verläuft. Und wenn die Unterschiede sehr, sehr gering sind, müssen wir umso länger warten, um diese Unterschiede zu sehen. Das heißt, je länger eine Studie läuft, desto geringer sind meistens die Unterschiede im Effekt. Ja, gibt es denn so generell genug Patienten, die sich für Studien interessieren? Oder ist das eher so, dass man Patienten bewusst darauf ansprechen muss? Die Patienten in meiner Ambulanz sind eigentlich sehr aufgeschlossen, Studien. Wir versuchen natürlich, wenn wir mit den Patienten über die Teilnahme an so Studien zu reden, sehr realistische Erwartungen aufzubauen. Das heißt, man darf eine Teilnahme an einer Studie nicht als Lotterie mit dem Ticket zur Heilung sehen, sondern als Teilnahme an einem Forschungsprojekt, dass da jeder ALS-Patient auch sein Schärflein zur Medikamentenentwicklung beiträgt. Ja? Aber wenn man das darlegt, sind fast alle Patienten bereit, an Studien teilzunehmen. Man kann, um die Aussagekraft von der Studie zu erhöhen und den Beobachtungszeitraum möglichst kurz zu halten, versuchen wir möglichst einheitliche ALS-Patienten zu nehmen. Ja, dass man also möglichst einheitliche Verläufe da hat. Und darum fallen gerade Patienten, die schon ungewöhnlich lange die Erkrankung haben, aus der Studienpopulation raus. Das heißt nicht, dass die dann später nicht behandelt werden mit den Medikamenten, die da entwickelt werden, aber man konzentriert sich auf die Leute, die einen typischen Verlauf haben. Also nicht jeder Patient, der in einer ALS-Ambulanz ist, für jede Studie in Frage. Ja, das habe ich ja teilweise schon selber erlebt, ja. dass man mir dann sagt, nee, sie sind schon über dem Verfallsdatum, sie fallen da nicht mehr rein. Genau, wir drücken uns immer etwas eleganter aus, aber es ist so, man kann halt nicht Leute man will den ganz typischen Verlauf haben, damit die Aussagekraft der Studie, und darauf kommt es ja allen an, damit die Aussagekraft der Studie möglichst groß ist. Es bringt nichts, ein buntes Potpourri an Verläufen zu untersuchen, wenn man dann nicht sieht, ob das jetzt durch die Intervention positiv beeinflusst wurde oder einfach nur so durch Zufall positiv beeinflusst wurde. Sehr gut. Ja, das waren eigentlich meine Fragen. Sonst wird es auch zu lang. Ich finde, das haben Sie sehr gut gemacht. Ich habe es auch verstanden, ohne groß Ärzte-Sprache zu benutzen. Ich hoffe, dass wir da ganz viele ALS-Patienten jetzt mithelfen können mit dieser Erklärung. Und vielen, vielen Dank nochmal. Ja, und das Fazit könnte man sagen, es ist ein kleiner Meilenstein. Und man muss dann halt einfach sehen, wie sich das noch entwickelt. Vielleicht wird das dann noch besser. Genau, ich würde sagen, es ist ein wirklich erfreulicher Fortschritt, aber für die Forschung, aber für die einzelnen Patienten ist es leider nicht der Durchbruch, als der er in unseren Medien dargestellt wurde. Das ist
Ist leider im Moment noch nicht so. Ich Ja. kann auch verstehen, jetzt versuchen alle Leute an dieses Medikament ranzukommen oder an dieses Präparat ranzukommen. Wahrscheinlich kann man sich das auch im Internet irgendwo organisieren, aber man tut sich da bis jetzt noch keinen Gefallen, weil es einfach noch nicht klar ist, wie gut das wirkt. Ja, und wahrscheinlich, wie die Zusammensetzung am besten wirkt. Ja, das, ob das optimal, ja, Das weiß man weiß ich gar nicht. nicht, das weiß ich nicht, ja, genau. Ja, also ich würde auch nie selber rumwerken mit sowas. Ja, Gut. okay, ich bedanke mich recht herzlich Sehr gerne. und vielen, vielen Dank. Gerne, wenn wieder Fragen sind, kann ich, mache ich gerne mit. Das ist ein Machen. interessantes Format. Ja, super. Ich danke Ihnen. Bis dann. Ciao. Tschüss.